meine Lieben, ja, heute gibt es doch endlich mal die zweite Hälfte des 200-Abo-Specials und es tut mir ganz, ganz, ganz doll leid, dass ihr jetzt so lange warten musstet. Ich meine, es ist ja jetzt da, wir sind zwar fast 300 Abonnenten, aber egal. Ich bedanke mich auch nochmal, danke, 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 danke für 200 Abonnenten, beziehungsweise für jetzt fast 300 Abonnenten. Ihr seid wirklich der Wahnsinn. Ich habe noch nicht mal das ganze 200-Abo-Special hochgeladen und wir sind fast 100 Abonnenten mehr. Aber danke! Kann man wirklich nichts anderes sagen als danke. Und dann fangen wir jetzt auch direkt mal an. Ja, ich beantworte jetzt die Fragen, die unter meinen YouTube-Videos gestellt worden sind. Und zwar ist da eine Frage gestellt worden, die einmal von Jessica-Mira Rau und so ähnlich oder es kommt halt aufs Gleiche drauf hinaus. Es geht aufs Gleiche, also wisst ihr, was ich meine? Es ist die gleiche Frage, nur anders formuliert. Und zwar von Cute Baby. Einmal, wie viele Jahre bist du und wie alt bist du? Also, ich bin 14 Jahre alt. Dann kommt die nächste Frage von Pets and More. Und zwar fragt sie, glaube ich. Ja, ich glaube sie. Unterstützt doch Anfänger-YouTuber zum Beispiel verlinken oder so. Und ich mache ja öfter Kooperationen und dadurch unterstütze ich jetzt, sage ich jetzt einfach mal, auch ein paar YouTuber. Aber falls irgendwer Lust auf eine Kooperation mit mir hat, der kann mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Es wäre nur ganz cool, wenn wir jetzt so circa die gleichen Themen vom Kanal her hätten. Die nächste Frage kommt auch von Pets and More und sie fragt, gehst du gerne auf Schützenfeste? Und nein, ich gehe nicht so gerne auf Schützenfeste, weil ich finde die eigentlich relativ langweilig, weil, ja, ich finde das jetzt nicht so spannend da. Ich liege lieber in meinem Bett. Die nächste Frage kommt von Typisch Ich und das ist die Frage, womit schneidest und bearbeitest du deine Videos? Und ich bearbeite hauptsächlich mit iMovie jetzt, weil ich ja mit meinem Handy filme. Also mit meinem iPhone und da habe ich dann halt iMovie drauf und dann bearbeite ich mit iMovie. Aber falls das dann mal vom Speicherplatz nicht funktioniert, dann ziehe ich das Ganze auf dem Laptop rüber und bearbeite dann mit Movie Maker. Jessica-Mira Rau fragt, kannst du vielleicht ein Video machen, wie man mehr Abos bekommt? Und nein, das tut mir leid, das kann ich leider nicht, weil ich weiß es selber nicht. Die kommen halt einfach so auf mich zu und abonnieren mich. Ich würde sagen, als kleinen Tipp, benutzt ein Schnittprogramm, bleibt immer ihr selbst und dreht die Videos, wenn ihr Freude dran habt und nicht, wenn ihr, keine Ahnung, wenn ihr da sitzt, boah, ich habe überhaupt keine Lust. Dann wird das Video nämlich auch nicht gut. Ihr müsst Lust haben. Ja klar, Lust haben müsst ihr. Und dann wird das schon was werden. Wollen wir mal hoffen. Also bei mir hat es ja auch was geworden. Natürlich. Also, fassen wir zusammen. Ich finde heute diverse Wörter nicht. Ich kann kein Deutsch sprechen. Und wir wollen mal gucken, was die nächste Zeit noch so passiert. So, dann kommen wir jetzt zu Fragen zu meinen Braids, die ja nicht mehr da sind, wie man sieht. Und zwar wurde einmal eine Frage von auch wieder Jessica-Mira Rau gefragt. Und zwar, bleiben sie für immer so? Und dann wurde noch eine von Rihanna's Roundabout gefragt. Und zwar, wie lange bleiben sie drinne? Ich hatte sie jetzt 2 Wochen drin. Ich hätte sie gerne, 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 gerne noch länger gehabt. Aber die Haare haben da rausgeguckt und aus den Braids rausgeguckt und es war halt einfach nicht mehr schön und ich habe sie dann rausgemacht, als ich sie nicht mehr schön fand. Und ja, das sind die Antworten auf die beiden Fragen. Dann kommen wir zu der letzten Frage und zwar ist die Frage von, ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, Charlene, weiß ich nicht so genau. Charlene sage ich jetzt einfach mal. Ich sage jetzt Charlene Wolf. Und zwar, hast du die beim Versiegeln nur in heißes Wasser getan? Ja, das habe ich. Und ich hätte das auch noch mit dem Glätteisen versiegeln können. Also
halt noch so glätten können. Eigentlich wollte ich das auch noch ausprobieren, als ich die rausgemacht habe, aber habe ich dann doch nicht mehr gemacht. Und ja. So, das war es jetzt auch schon mit meinem Video. Das heißt, das 200-Abo-Special ist endlich komplett. Es gibt doch noch Tage, an denen so etwas passiert. Wer hat's gedacht? Natürlich, wer hätt's gedacht? Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben geben und ein Abo dalassen. Könnt ihr auch gerne. Dann sind wir ja wirklich bald 300 Abonnenten. Da freue ich mich auch schon wahnsinnig drauf. Nur leider habe ich noch keine Idee, was ich als 300-Abo-Special machen könnte, falls wir die dann wirklich knacken werden. Ich will es natürlich hoffen. Ich meine, ich könnte natürlich wieder ein Frage-Antwort-Video machen. Dann müsstet ihr mir aber ganz viele Fragen schreiben. Aber falls ihr auch andere Wünsche habt, was ich so als Special mache, könnt ihr mir das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Oder falls ihr irgendwelche Videowünsche habt oder irgendwas, könnt ihr das auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Da freue ich mich sehr, sehr gerne drüber. Auf jeden Fall freue ich mich über Videowünsche sehr, sehr doll. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Weil ich nicht weiß, wann ich dieses Video hochlade. Sage ich jetzt, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also bis dann. Tschüss.